Es wurde viel über Dresscode geredet auf dieser Berlinale. Bill Murray beendet die Debatte auf seine Weise. In Berlin ist einfach Mützenwetter. Die 68. Filmfestspiele enden mit einem Paukenschlag. Jurypräsident Tom Tykwer haut eine Überraschung raus, als er ausgerechnet den Film prämiert, aus dem anschließend auch auf der Gala die Gäste wieder scharenweise flüchten. Der Goldene Bär für den besten Film goes to Touch Me Not bei Adina Pintinelli. Touch Me Not ist eigentlich kein Film, sondern ein Experiment. Es geht um Intimität, um Scham und um Überwindung. Explizite Bilder, eine Mischung zwischen Dokumentarfilm und Fiktion. Filmemacherin Adina Pintili ist jedenfalls genauso überrascht wie die Berlinale-Besucher. Wir haben das nicht erwartet. Es ist ein Dialog, den wir mit diesem Film beginnen wollen. Und wir laden euch dazu herzlich ein. We invite you, the viewer, to dialogue. Andere Entscheidungen waren erwartbar. US-Regisseur Wes Anderson bekommt wieder was ab, diesmal die beste Regie für seinen Hunderettungstrickfilm. Er war schon abgereist. Bill Murray nimmt das Tierchen in Empfang. Ich bin als Hund zur Arbeit gekommen und gehe mit einem Bären nach Hause. Die Kehrseite der Glitzergala, kein einziger Bär für die deutschen Produktionen. Dabei waren die vier Wettbewerbsfilme so preiswürdig wie schon lange nicht mehr. Auch Festival-Shooting-Star Franz Rogowski wird die Berlinale wohl mehr als Party im Gedächtnis behalten. Ja, I'm kind of tired. Ich bin sehr müde. I drank too much alcohol. Ich habe zu viel Alkohol getrunken. Ich muss jetzt mal wieder nachts schlafen. Schauspielkollegin Anna Ivanova sieht es olympisch. To be here is to be a winner. Hier zu sein bedeutet, ein Gewinner zu sein. Ein Zeichen setzt die Preisverleihung dann doch noch. Nicht nur der Hauptpreis, auch viele der silbernen Bären gehen an Frauen. Das ist nicht selbstverständlich und eine ganz eigene Antwort auf die Diskussion der vergangenen Woche.